zu 21, 21 zu 14 und 21 zu 12 für Wolf Winkler, Herbert Rocker, Klasse 5C. Nächstes Spiel. Mensch, klasse Spiel, Spitze, Spitze Roll. Habt ihr gewonnen? Ja, ja, ist ganz gut gelaufen. Aber die Rückhand kommt noch nicht so wichtig. Das kommt schon noch. Du darfst nicht vergessen, dass ihr gleich im ersten Spiel gegen eines der stärksten Doppel hat antreten müssen. Dreimal Ecker 5C. Drück mal. Hey, wohin denn? Mach mal ein bisschen Platz auf plötzlich. Hey, bist du? Bist du? Du hast wohl schnell. Du hast sie wohl selber ja, nicht mehr. Wenn es Ruhe herrscht, schmeiß ich euch beide raus. Komm. Setz dich auf die Bank da drüben. Das ist ein japanischer Schläger. Ja, Backstyle, ein japanischer Softschläger. Unheimlich stark, liegt ganz super in der Hand. Gibst du mir mal? Mit so einem spielen die ganzen japanischen Asse. Ist der neu? Den habe ich seit vorgestern. Was hast du denn? Die sind ganz schön teuer. Zeig mal her. Die kann ich unheimlich günstig bringen. Und wie viel? Um 10 bis 15 Mark billiger könnte ich ihn beschaffen. Für 20 Mark vielleicht. Ah ja, das wäre nicht schlecht. Was willst du mit dem? Mit dem spielst du keine alte Säule. Fangen wir soll ich Schaden dir einen beschaffen? Gegen mich als Marktmeier. So ein Rauschspiel wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Du musst um jeden Ball bis zuletzt kämpfen. Angabe hat Schwarzmeier. Schmidt 6a, Sieger in zwei Sätzen mit 21 zu 7 und 21 zu 16 gegen Ordner Schaffner 5c. Kämpfen ist überhaupt nichts, weil er nicht spielen kann. Auf den Schläger kommt es wirklich nicht an. Was ist mit dem los? Ich lasse den Becken doch gehen, der spielt doch bloß rum, weil er ausgeschieden ist. Wie war es in der Schule? Wie immer. Woher kommst du jetzt eigentlich? Vom Sport. Hast du dir dein Mittagessen aufgewärmt? Ich habe mir ein Brot gemacht. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du mittags anständig essen sollst? Brot. Ist doch kein Mittagessen. Kann einer von euch Platten von den Base die Rollers mitbringen? Könnt ihr ganz verkratzt werden, dann bleibt die Nadel immer hängen. Mein Bruder hat It's a Game und all die anderen Platten, aber der ruft die nie raus. Ich habe alle Platten. Natürlich, du hast doch wieder alles. Ja.
wir also warten, wer die Bässe die Rolle so abfilmt. Besser als du vielleicht. Sag doch, wie heißen denn die Platten? Sag doch ein paar Titel. Ist doch mir egal, ob du mir glaubst. Komm, lass ihn doch. Glaubst du vielleicht den Angeber? Lass ihn doch die Platten bringen, wenn er sie alle hat. Mensch, muss das sein. Okay, Tommy, bring die Platten mit und du kannst kommen. Ich lade dich für Samstag ein. Das fällt dir reichlich spät an. Ich hatte dich gebeten, das Geschirr heute nach der Schule zu machen. Tut mir leid, da hatte ich keine Zeit. Du hast nie Zeit. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Hausaufgaben und so. Du könntest mich auf jeden Fall ein bisschen mehr unterstützen. Ich bin genug abgespannt, wenn ich von der Arbeit komme. Da muss nicht zu Hause alles auch noch auf mich warten. Ja, okay. Du Mutti, kannst du mir etwas, ich meine, kannst du mir schon das Taschengeld für nächsten Monat geben? Ich hab dir doch schon was gegeben. Ich muss mein Geld auch einteilen. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr. Wofür? Ich muss mir noch etwas kaufen. Für die Schule? Nein, eine Platte. Eine Langspielplatte. Nein, Tommy, dafür habe ich wirklich kein Geld. Du musst auch mal sparen lernen. Ich muss mich auch einschränken, kann nicht alles kaufen, was mir gefällt. Bitte, Mutti. Nein, Tommy, das musst du einsehen. Für sowas habe ich zurzeit kein Geld. Aber du hast ja bald Geburtstag. Dann ist es zu spät. Detektiv, komm doch mal mit ins Büro, bitte, ja?